Hallo und herzlich willkommen bei den Lernsnacks. Schön, dass du reinschaust. Heute geht es darum, die Uhrzeit auf Englisch zu sagen. Am Ende gibt es auch noch ein kleines Quiz, also viel Spaß beim Zuschauen. Die Engländer und die Amerikaner und Kanadier haben 2x12 Stunden, nicht wie wir 24 Stunden. Ja, von 0 Uhr bis 11.59 Uhr heißt AM, also from 12 AM to 11.59 AM. Von 12 Uhr mittags bis 23.59 Uhr heißt PM, from 12 PM to 11.59 PM. AM heißt Antemeridiem und PM heißt Postmeridiem. Das ist Latein und heißt so viel wie Vormittag und Nachmittag. Ja, schauen wir uns mal ein paar Uhrzeiten an. Die volle Stunde ist immer relativ einfach. Da sagt man, it's 3 o'clock. Oder man kann auch sagen, it's 3 AM oder PM. Bei der Viertelstunde, da sagt man, it's quarter past three, also Viertel nach drei. Man kann auch sagen, it's 3:15 AM oder PM. Halbe Stunde, da muss man ein bisschen aufpassen, da sagt man, it's half past three. Aber wir im Deutschen sagen ja halb vier. Also half past three ist dasselbe wie halb vier. Heißt das eben halb nach drei und nicht halb bis zu vier. Oder man kann auch einfach sagen, it's 3:30, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, dann vertut man sich nicht. Ja. Viertel vor vier ist wieder etwas einfacher. It's quarter to four oder it's 3:45. Also to heißt vor und past heißt nach. Kann man sich vielleicht merken. Quarter to four. Oh, jetzt habe ich noch zwei weitere Zeiten. Nämlich erstmal, it's 10 to 2. Also 10 vor 2. Dafür kann man auch sagen, it's 1:50. Wieder AM oder PM, wie man das möchte. Weil man kann sagen, it's 5 past 5 oder it's 5:05. Also 5:05 quasi. So, hast du gut aufgepasst? Das können wir ja gleich sehen. Ich bin gespannt. Jetzt kommt das kleine Quiz, was ich am Anfang schon versprochen hatte. Wie sagst du zu dieser Uhrzeit? Mach ruhig eine Pause und dann... It's half past seven oder it's 7:30. Nächste Uhrzeit. 4:55. Mach kurz Pause und it's 5:05 oder it's 4:55. So, und jetzt kommt der Endgegner. 13:05. Wie sagst du dazu auf Englisch? Schalt kurz auf Pause. It's 5:01 oder it's 1:05. It's 5:01, weil die Engländer ja keinen 13 Uhr haben. Wusstest du alles? Wenn ja, super. Wenn nein, dann schau nochmal das Video an. Danke fürs Zuschauen. Hinterlass mir doch einen Kommentar. Ein Like oder ein Abo. Vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, die Lernsnacks.